Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 5 der ersten Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein drittes Gesetz zur Änderung des Hessischen Gesetzes über den Anspruch auf Bildungsurlaub, Drucksache 19/5140. Und ich erteile Herrn Staatsminister Grüttner zur Einbringung das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das Bildungsurlaubsgesetz ermöglicht jedem in Hessen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten die Möglichkeit der Teilnahme an einer fünftägigen Bildungsurlaubsveranstaltung zur politischen Bildung, der beruflichen Weiterbildung oder der Schulung zur Wahrnehmung eines Ehrenamtes. Der Bildungsurlaub wird gut angenommen. Durchschnittlich mehr als 10.000 Beschäftigte nehmen jedes Jahr die entsprechenden Angebote wahr. Der überwiegende Teil übrigens stammt aus der Privatwirtschaft und hier aus Betrieben mit mehr als 500 Beschäftigten. Und im Bereich der politischen Bildung nehmen die Teilnehmenden vor allen Dingen zu Veranstaltungen zum Thema Arbeitswelt und Arbeitsrecht teil. Und in der beruflichen Weiterbildung werden neben EDV und Sprachkursen zunehmend Veranstaltungen, die der Vermittlung von persönlichen Kompetenzen wie Stressbewältigung, Gesundheitsprävention oder Kommunikationsfähigkeit dienen, besucht. Die anerkannten Bildungsurlaubsveranstaltungen prägen seit Jahren die hessische Weiterbildungslandschaft. Sie greifen gezielt die Weiterbildungsansprüche der hessischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf und vermitteln Handlungskompetenzen. Der Bildungsurlaub ist ein spezifisches Bildungsangebot, das eben letztendlich den Teilnehmenden es ermöglichen soll, eigenständig in ihre Persönlichkeitsentwicklung zu investieren. Es leistet damit einen unverzichtbaren Beitrag für das lebenslange Lernen der Menschen in Hessen. Das Hessische Bildungsurlaubsgesetz ist bis zum Ende des Jahres befristet. Und damit weiterhin von diesen Angeboten Gebrauch gemacht werden kann, ist es eben notwendig, das Gesetz zu verlängern und auch an aktuelle Erfordernisse anzupassen. Ein paar Punkte, was der Gesetzentwurf an Änderungen enthält. Einmal die Verkürzungsmöglichkeiten für Veranstaltungszeiten. Damit wird eine bessere Vereinbarkeit der Durchführung von Bildungsurlaubsveranstaltungen mit familiären und beruflichen Belangen ermöglicht. Zweitens eine Experimentierklausel. Im Rahmen der zunehmenden Digitalisierung und der bedeutenden Rolle des Internets ist die Berücksichtigung neuer Lehren und Lehrformate unumgänglich. Die eingeführte Experimentierklausel bietet hierfür die Möglichkeit, neue Wege zu bestreiten und Bildungsurlaubsveranstaltungen im Sinne des digitalen Wandels und unter Nutzung der Vorteile der Digitalisierung ausgestalten zu können. Wir fördern die Teilnahme von Beschäftigten von Kleinst- und Kleinunternehmen. Sie haben gerade gehört, die meisten Teilnehmenden kommen aus der Privatwirtschaft und dort aus Betrieben von mehr als 500 Personen. Da ist es in der Vereinbarkeit besser und für den Arbeitgeber besser. Und deswegen ist hier von unserer Seite vorgesehen, wenn der Gesetzgeber dem zustimmt, dass bei Arbeitnehmerfreistellung und gleichzeitiger Lohnfortzahlung, die insbesondere kleinere Arbeitnehmer beschäftigt, wir einen Teil der Kosten übernehmen, um die Teilnahme von Beschäftigten von Kleinst- und Kleinunternehmen gezielt zu unterstützen, ist ein Lohnkostenzuschuss von 50% der jeweiligen Lohnkosten vorgesehen. Und wir haben die Ehrenamtsschulung für Auszubildende mit in das Gesetz aufgenommen, sodass ich denke, dass das vorgelegte Bildungsurlaubsgesetz den modernen Anforderungen entspricht. Ich weiß, dass es immer wieder eine Frage gibt, ob die ehrenamtlich-kommunalpolitisch Tätigen auch an den Bildungsurlaubsveranstaltungen teilnehmen sollen. Das ist ein Punkt, den wir uns noch einmal genau mit betrachten müssen. Natürlich sind diejenigen, die in Kreistagen und Stadtverordnetenversammlungen ihr Ehrenamt auch als Kommunalpolitiker ausüben, eine besondere Stütze in dieser Gesellschaft. Ich denke allerdings, dass die Angebote der den politischen Parteien nahestehenden Bildungsinstituten durchaus auch offen sind und genügend Ansatzpunkte bieten für die kommunalpolitisch Tätigen. Und über das Mandatssicherungsgesetz und viele andere Bereiche muss man sehen, ob man das noch mit dem Bildungsurlaubsgesetz verknüpfen kann. Diese Debatte werden wir führen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das nicht vorgesehen. Trotzdem denke ich, ist das ein Gesetz, das den modernen Ansprüchen Genüge tut. Ich freue mich auf eine interessierte und interessante Debatte dazu.
Danke, Herr Grüttner, für die Einbringung. Ich eröffne die Debatte über den Gesetzentwurf. Die vereinbarte Redezeit ist 7,5 Minuten. Und als Erstes hat sich Herr Decker für die SPD-Fraktion gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Lassen Sie mich eingangs ein paar grundsätzliche Anmerkungen zur Inanspruchnahme vom Bildungsurlaub in Hessen machen. Und ich beziehe mich dabei im Wesentlichen auf die Ende des letzten Jahres von der Landesregierung vorgelegten Bildungsurlaubsbericht. Und die SPD-Fraktion hatte dazu ja auch einen Berichtsantrag gemacht, weil wir festgestellt haben, dass die Weiterbildung im Berichtszeitraum sowohl auf der Anbieterseite als auch auf der Nachfragerseite zum Teil deutlichen Schwankungen unterlegen ist. Zum Beispiel stieg die Zahl der anerkannten Träger, aber der Anteil der Träger, die tatsächlich Veranstaltungen durchgeführt haben, ist gesunken. Und die Gründe für eine Inaktivität sind der Landesregierung nicht näher bekannt, so zumindest die Antwort auf den Berichtsantrag. Und offen bleibt für uns auch die Frage, welche Möglichkeiten die Landesregierung sieht, die erschreckend niedrige Quote der Veranstaltung von Jugendbildungsträgern zu erhöhen. Es scheint, als würde die Landesregierung im neuen Gesetzentwurf darauf reagieren. Ich komme darauf noch zu sprechen an anderer Stelle. Es gab weitere Auffälligkeiten nach unserer Auffassung. Viele an Bildungsveranstaltungen Teilnehmende machen nicht von ihrem Recht auf Bildungsurlaub Gebrauch. Wie kann man das ändern? Und die Bildungsurlaubsquote im öffentlichen Dienst beträgt gerade mal 2,7% und in der Privatwirtschaft ganze 0,29%, meine Damen und Herren. Sie sagen in Ihrer Antwort, dass Sie als nicht am Bildungsmarkt Beteiligte keine Informationen über Resonanz und Gründe für Teilnahme oder Nichtteilnahme haben. Ich will das an dieser Stelle auch gar nicht bestreiten. Das dürfte wahrscheinlich objektiv auch der Fall sein. Die höchste Quote der Inanspruchnahme vom Bildungsurlaub liegt in der Altersgruppe von 50- bis 60-Jährigen, während die jüngeren Altersgruppen wesentlich weniger teilhaben. Sie sagen, dass Ihnen hierzu keine weiteren Erkenntnisse vorliegen. Insofern können Sie nur Vermutungen über die unterschiedlichen Gründe anstellen. Auch das will ich Ihnen an der Stelle gerne glauben. Auf unsere Frage, wie die Landesregierung gedenkt, dem bedrückenden Absinken der Teilnehmerzahlen zu begegnen, hat sie geantwortet, die Landesregierung sieht kein bedrückendes Absinken. Da haben Sie sicherlich recht. Wenn man sich auf einem Niveau befindet, was ohnehin nicht so hoch ist, kann man auch in der Tat nicht von bedrückenden Absinken sprechen an dieser Stelle. Meine Damen und Herren, ich führe diese Punkte hier aber nicht aus, um unserer Oppositionsrolle gerecht zu werden. Ich führe sie an, weil wir uns Sorgen machen über den allgemeinen Zustand der Bildung, in diesem Fall der Weiterbildung. Und wir alle müssen uns Sorgen machen über das zunehmende Desinteresse am Geschehen im öffentlichen Leben und an gesellschaftlichen Entwicklungen, so wie ich das auch schon in der Ausschussdebatte deutlich gemacht habe. Und dies verzeichnen wir bei Weitem übrigens nicht nur bei Jugendlichen. Das reicht inzwischen weit hinein bis in die nachfolgenden Altersgruppen, meine Damen und Herren. Und die Tatsache, dass immer weniger Menschen eine Tageszeitung lesen und sich viele nur noch, in manchen Fällen sogar nur ganz partiell, über Internet informieren, muss uns allen zu denken geben. Und deshalb sagen wir, gezielte und attraktive Weiterbildung ist zumindest ein Baustein, dieser Entwicklung entgegenzutreten, meine Damen und Herren. Und wir sagen an dieser Stelle auch sehr deutlich, dass es nach unserer Auffassung Aufgabe des Staates sein muss, in diesem Fall des Landes Hessen, künftig noch verstärkter mit dafür Sorge zu tragen, dass diese Teile der Bevölkerung wieder mehr an das öffentliche Leben und Geschehen herangeführt werden und daran teilnehmen. Und das betrifft nach unserer Auffassung natürlich nicht nur das berufliche Umfeld, sondern gerade auch die politische und gesellschaftspolitische Bildung, das Gemeinwohl und natürlich auch das ehrenamtliche Engagement. Und deshalb halten wir es für sinnvoll und notwendig, ungeachtet der uns jetzt vorliegenden Gesetzesnovelle, eine tiefergehende Studie durchzuführen, um Antworten zu finden und um die Gründe zu beleuchten, zu denen die Landesregierung bisher keine ausreichende Stellung beziehen konnte. Dies wäre aus unserer Ansicht die geeignete Grundlage dann auch für eine weitere und verstärkte Kampagne, die von Landesseite natürlich in Zusammenarbeit mit der Trägerseite ins Leben gerufen werden sollte, gerade deswegen, um die eben beschriebenen Tendenzen zu stoppen und möglich auch umzukehren, also eine gesellschaftspolitische Aufgabe, meine Damen und Herren. Und diese Kampagne sollte auch deutlich machen, dass die Regierung, dass die Politik insgesamt, und da sind wir als Fraktionen im Landtag natürlich auch zu aufgefordert,
ausdrücklich für Inanspruchnahme und von Weiterbildung und Bildungsurlaub werben. Auch nach unserer Fassung gibt es nämlich immer noch zu viele Betriebe und Arbeitgeber, die das gar nicht so gerne sehen, wenn ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Bildungsurlaub beantragen. Und das hält natürlich auch viele davon ab, einen solchen Bildungsurlaub auch in Anspruch zu nehmen, was sich sicherlich auch negativ auf die Zahlen bemerkbar macht. Und wie ich auch schon im Ausschuss deutlich gemacht habe, bitten wir noch einmal um Auskunft, ob es Vergleichswerte aus anderen Bundesländern gibt, ebenfalls darüber auch, ob in den anderen Bundesländern oder beim Bund über Studien verfügbar sind, wie ich sie eben gerade beschrieben habe. Und wenn ja, kann ich mir vorstellen, dass es auch für Hessen erhellend wäre. Zwei, drei Sätze zum vorliegenden Gesetzentwurf noch. Die künftige Einbeziehung von Auszubildenden in den Bildungsurlaubsanspruch für Ehrenamtsschulungen ist aus unserer Sicht durchaus ein Schritt in die richtige Richtung, um den Nachwuchsmangel, den ich gerade auch im Ehrenamtsbereich beschrieben habe, entgegenzutreten. Auch der von Ihnen angestrebte Lohnkostenzuschuss von Kleinst- und Kleinunternehmen zur Förderung der Teilnahme dort der Beschäftigter könnte ein Beitrag sein, die Teilnahme an solchen Veranstaltungen zu erhöhen. Man wird sehen, die Experimentierklausel ist, glaube ich, in sich verändernden Zeiten selbstverständlich für uns. Sie haben ja eine Regierungsanhörung gemacht. Es gibt da nur eine komplette Ablehnung. Das ist der Verband der hessischen Unternehmer. Das wundert uns jetzt, glaube ich, gemeinsam nicht in diesem Hause, dass die ablehnend gegenüberstehen. Deshalb will ich es auch gar nicht weiter kommentieren. Daneben gibt es auch grundsätzliche Zustimmung. Es gibt aber auch zahlreiche Änderungsvorschläge vom Deutschen Gewerkschaftsbund, unter anderem vom VdK, Sozialverbänden, aber auch von den kirchlichen Trägern. Und hierzu will ich der Einfachheit halber auf die uns vorliegende Synopse verweisen. Und bei dieser Gelegenheit, Herr Minister, Sie haben es eben selbst angesprochen, ich will es auch noch einmal hervorheben, es gibt ja ein Ihnen vorliegendes Schreiben der SGK Hessen, in dem diese nicht nur vorschlagen, sondern auch sehr dezidiert begründen, warum es sinnvoll ist, auch die etwa 10.000 in Hessen ehrenamtlich kommunalpolitisch tätigen Bürgerinnen und Bürger künftig auch in die Bildungsurlaubsarbeit einzuschließen. Und wenn man die Ortsbeiräte dazu nimmt, dann sind es wahrscheinlich sogar um die 20.000 Bürgerinnen und Bürger, die sich engagieren. Ich glaube, es gibt viele gute Gründe, dies zu tun, nicht nur der Gleichstellungsgedanken wegen, sondern auch, weil wir gerade auf dieser Ebene der Politik zunehmend feststellen müssen, dass es immer schwerer wird, Menschen zu gewinnen, die sich ehrenamtlich politisch engagieren, zumindest auf den unteren Ebenen in den Gemeinden. Und auch da gilt es, im Interesse eines intakten Gemeinwesens dem entgegenzuwirken. Herr Decker, Sie kommen zum Schluss. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Und aus all den vorgenannten Gründen sollten wir den Gesetzentwurf nicht übers Knie brechen, sollten uns entsprechend Zeit nehmen. Und deshalb darf ich für meine Fraktion an dieser Stelle schon beantragen, dass wir eine mündliche Anhörung im Ausschuss durchführen sollten. Und da besteht auch die Gelegenheit, dass dann auch die, die bisher während der knappen Fristen keine Zeit hatten, Stellung zu nehmen, sich dazu noch äußern könnten. Herzlichen Dank. Danke, Herr Decker. Für DIE LINKE hat sich Herr Schaus zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Für jemanden wie mich, der bereits in den 70er Jahren gewerkschaftliche Jugendbildungsarbeit mitorganisiert und durchgeführt hat, ist diese Gesetzesnovelle eine besondere Herzensangelegenheit. Mit der Vorlage des Gesetzentwurfs nimmt die Hessische Landesregierung wichtige Impulse aus dem Evaluationsprozess der vergangenen Jahre auf und verbessert die gesetzlichen Voraussetzungen, um die Zugänge zur Weiterbildung zu erleichtern. Dies begrüßen wir ausdrücklich. Die Entwicklung des Hessischen Bildungsurlaubsgesetzes, das zunächst ausschließlich den Bereich der politischen Bildung umfasste, dann später auf die berufliche Bildung erweitert wurde, soll nun in einem dritten Schritt auf die Fortbildung zur Wahrnehmung eines Ehrenamts bei Auszubildenden mit umfassen. Diese Ausweitung im Gesetz begrüßen wir auch. Sie ist eine sinnvolle Erweiterung, sofern die Kernbereiche politischer Bildung und berufliche Weiterbildung dadurch nicht zurückgedrängt werden. Ich zitiere aus dem jüngst vorgelegten Erfahrungsbericht der Landesregierung
zur Durchführung des Hessischen Bildungsurlaubsgesetzes von 2011 bis 2014. Sie, Herr Minister Grüttner, wo Sie auf Seite 45 unter Resümee Folgendes schreiben. Zitat: Durch die explizite Verknüpfung der beruflichen und der gesellschaftspolitischen Bildung im Bildungsurlaub bietet der Bildungsurlaub neben der Vermittlung von Fachwissen und sozialen Schlüsselkompetenzen eine gezielte gesellschaftspolitische Reflexion und somit die Kompetenz, die eigene Situation in dem sich verändernden gesellschaftspolitischen Kontext einzuordnen und zu reflektieren. Das unterstreiche ich ausdrücklich, Herr Minister, diese Aussage. Wenn es also bisher bei der Vermittlung von beruflichen Fachwissen auch wichtig war, auf die Situation der betroffenen Arbeitnehmer zu blicken und dazu auch einen Diskussionsraum im Bildungsurlaub anzubieten, dann muss dieser Anspruch zukünftig auch z.B. für Bildungsurlaube für ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe Tätige in der Form gelten, dass dort neben der fachspezifischen Fortbildung auch Diskussionsraum über die Ursachen von Flucht und Vertreibung mit eingeplant werden. Das ist selbstverständlich. Und da beziehe ich mich gerne auf Sie und Ihre Aussage, Herr Minister. Ich halte es deshalb für angezeigt, für Schulung zur Wahrnehmung des Ehrenamtes einen erweiterten Politikbegriff unter Berücksichtigung des Lebens- und Arbeitsalltags der Menschen in diese Bildungsurlaube explizit mit aufzunehmen. Wir unterstützen deshalb den dazu gemachten Vorschlag der Arbeitsgemeinschaft Arbeit und Leben, die, Zitat, gesamtgesellschaftliche und politische Bedeutung der im Zentrum stehenden Aktivitäten und Aktionen des betreffenden Ehrenamtes zu stellen. Dies ergibt sich für mich zwangsläufig aus der Historie des Hessischen Bildungsurlaubsgesetzes. Mit dem neuen § 9 soll Kleinbetrieben mit bis zu 20 Beschäftigten auf Antrag bis zu 50% der Lohnkosten erstattet werden. Dies soll sowohl für Veranstaltungen der politischen Bildung als auch der beruflichen Weiterbildung gelten. Wir sehen in dieser Regelung durchaus eine Chance, Beschäftigte aus Kleinbetrieben, die das Bildungsurlaubsgesetz bisher kaum in Anspruch nehmen, die Teilnahme an der politischen Bildung zu erleichtern. Allerdings birgt die Erstattung des Arbeitsentgeltes durchaus die Gefahr einer verdeckten Subventionierung immer dann, wenn es sich um Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung handelt, die im Interesse des Arbeitgebers liegen. Betriebe können in diesem Fall das Bildungsurlaubsgesetz für erwünschte berufliche Weiterbildungsmaßnahmen ihrer Beschäftigten, die sie allerdings selbst finanzieren müssten, dann nutzen, um sich darüber hinaus Teile des Arbeitsentgeltes erstatten zu lassen. Wir schlagen daher vor, die anteilige Erstattung des Arbeitsentgeltes lediglich auf Maßnahmen der politischen Bildung zu beschränken. Wir regen zudem an, dass bildungsinteressierte Menschen, deren finanzielle Lage aufgrund ihrer sozialen Lebens- und Arbeitssituation eine Teilnahme an Bildungsurlaubs üblicherweise nicht ermöglicht, ebenfalls einen Zuschuss zu den anfallenden Seminarkosten erhalten können. Das wäre dann ins Gesetz aufzunehmen. In § 12 Absatz 1 soll die Möglichkeit erörtert werden, Bildungsveranstaltungen auf 3 Tage zu verkürzen. Wir begrüßen diese Ausnahmeregelung. Diese zeitliche Öffnung erleichtert es vor allen Dingen Frauen mit Kindern, die oft nicht eine ganze Woche lang abkömmlich sind, an einer Bildungsveranstaltung teilzunehmen. Allerdings darf dies nicht zu einer langfristigen Verkürzung des Gesamtanspruchs auf Bildungsurlaub führen. Unklar bleibt zudem, wie mit dem Restanspruch von 2 Tagen verfahren werden soll. Dieser könnten zwar ins Folgejahr übertragen werden, aber selbst wenn man dann an 2-3-tägigen Bildungsurlaubveranstaltungen teilnimmt, bliebe ein Resttag übrig. Wir unterstützen auch die in § 12 Absatz 2 vorgesehene Erprobung innovativer Lehr- und Lernformen.
Diese Regelung eröffnet die Möglichkeit, neue methodisch-didaktische Modelle zu erproben, die insbesondere Beschäftigten mit geringerer Bildungserfahrung den Zugang zur Weiterbildung erleichtern können. Zu begrüßen ist abschließend auch die vorgesehene Verlängerung der Anerkennungsverfahren auf 2 Jahre. Hier wird sowohl der Arbeitsaufwand bei den Trägern als auch bei dem Ministerium reduziert. Warum dieses Gesetz allerdings nun erneut auf 5 Jahre befristet werden soll, ist und bleibt mir nicht nachvollziehbar. Wir plädieren hier für ein unbefristetes Gesetz. All diese Punkte sollten meines Erachtens in einer mündlichen Anhörung, da stimme ich dem Kollegen Decker zu, im Ausschuss mit den Bildungsträgern eingehend erörtert werden. Die dort gewonnenen Erkenntnisse könnten das neue Gesetz dann noch praxistauglicher machen. Vielen Dank. Danke, Herr Schaus. Für die CDU-Fraktion hat sich Frau Bächle-Scholz zu Wort gemeldet. Meine Damen und Herren, wir beraten die Änderung des Bildungsurlaubsgesetzes. Wir sind als Gesetzgeber gefordert, durch eine Veränderung des Bildungsurlaubsgesetzes dieses weiterzuentwickeln, denn an die Bedürfnisse der Zukunft und auch an die Anforderungen der Arbeitswelt. Da passt der jetzige Zeitpunkt, denn das bestehende Gesetz ist nur noch bis Ende des Jahres befristet. Und somit steht auch die Überarbeitung bzw. die Entscheidung über die weitere Gültigkeit des Gesetzes auf der Tagesordnung. Aber auch der Inhalt passt. Denn Tatsache ist, dass Bildungsurlaub nicht mehr ist, dass sich einige Menschen, die Zeit dafür haben und aus einem größeren Unternehmen kommen, für eine Woche sich in einem Hotel treffen oder in einer Bildungseinrichtung und im Rahmen von Frontalunterricht über neue Entwicklungen unterrichtet werden. Und ein weiterer Inhalt passt sich an, nämlich die Steigerung der Zugangsmöglichkeiten. Wir haben mitbekommen, die Anforderungen der Arbeitswelt an die Inhalte haben sich verändert, aber auch die Möglichkeiten, den Unterricht zu gestalten, haben sich verändert, sowie die Anforderungen der Teilnehmer an die zeitliche Gestaltung von Bildungsurlaub haben sich verändert. Hier so viel zu dem vorhin genannten Stichwort attraktive Weiterbildung. All dem trägt die von der Landesregierung eingebrachte Vorlage Rechnung. Denn durch den von der Landesregierung vorgelegten Vorschlag besteht künftig die Möglichkeit, auch urlaubsfähige Angebote mit einer verkürzten Veranstaltungszeit anzubieten. Also zu dem bisherigen Umfang von 5 Tagen kommt eine weitere Möglichkeit hinzu, die 3 Tage umfasst. Somit wird ein Flexibilitätsfaktor geschaffen. Denn zum einen gibt es Inhalte, die in einem bestimmten Zeitraum schlichtweg abgehandelt sind und es keinen weiteren Sinn macht, diese nur in die Länge zu ziehen. Zum anderen ist das Zeitbudget der Arbeitnehmer aber auch schlicht und einfach beschränkt. Dabei geht es gar nicht so sehr um die Frage, wie lang ein Arbeitnehmer nicht am Arbeitsplatz ist, sondern Herr Schaus hat es auch angesprochen, sondern die Frage, wie lange der Arbeitnehmer nicht zu Hause ist. Bedingt dadurch, dass sich in den letzten Jahren die Gestaltung des Familienlebens verändert hat. Beide Partner arbeiten und sollen sich gemeinsam um die Kinder kümmern oder ein Familienmitglied pflegen. Beide Partner wollen und müssen daher auch die Möglichkeit zur Fortbildung erhalten. Wenn wir dies wollen, müssen wir das Bildungsurlaubsgesetz so anpassen, dass dies möglich ist. Wenn wir es nämlich nicht tun, läuft es darauf hinaus, ein Partner geht in den Bildungsurlaub und der andere Partner muss sich Urlaub nehmen, um die Betreuung der Kinder oder die Pflege von Angehörigen sicherzustellen. Mit der Folge, dass Bildungsurlaub gar nicht stattfindet.
Eine andere zeitgemäße Erweiterung des Bildungsurlaubsgesetzes ist die neu zu schaffende Experimentierklausel. Hierdurch soll es möglich werden, neue Möglichkeiten des Lernens mittels elektronischer oder internetbasierter Lern- und Lehrmethoden im Rahmen des Bildungsurlaubsgesetzes einzubinden. Tatsache ist, dass sich in den letzten Jahren die Möglichkeit des elektronischen Lernens erheblich vergrößert hat. Ich nenne nur als Beispiel die Möglichkeit eines elektronischen und wirklich internetbasierten Lernens für Studenten an der Fernuni Hagen. Solche Möglichkeiten müssen aber auch im Bereich des Bildungsurlaubs mit einbezogen werden können. Selbstverständlich gehört zur Schaffung solcher Möglichkeiten ein ebenso entsprechender Kontrollmechanismus. Und dann mehrfach auch angesprochen, für mich als Vertreterin der Arbeitnehmer ein Meilenstein, die Förderung der Teilnahme von Beschäftigten von kleinsten Kleinunternehmen wird ebenfalls neu geregelt. Wir reden hier über Unternehmen mit weniger als 20 Beschäftigten. Auch wenn schon jetzt Mitarbeiter dieser Unternehmen einen Anspruch auf Bildungsurlaub haben, stellt es jedoch eine erhebliche Belastung für die Unternehmen dar. Viele Arbeitnehmer haben daher Bedenken, bei der Inanspruchnahme von Bildungsurlaubsmöglichkeiten dem Unternehmen zu schaden, weil sie sehr wohl die Belastung des Arbeitgebers durch den Bildungsurlaub sehen oder auch die zusätzliche Belastung der Kollegen. Durch die neu in § 9 vorgesehene Regelung soll ein Lohnkostenzuschuss in Höhe von 50% der jeweiligen Lohnkosten solcher Betriebe erreicht werden. Eine Erleichterung für die Arbeitgeber, von der wir im Ergebnis auch hoffen, dass ein verstärkter Zuspruch von jenen Mitarbeitern an Bildungsurlaubsveranstaltungen stattfindet. Als Letztes möchte ich noch die Möglichkeit der Ehrenamtsschulung für Auszubildende ansprechen. Wir sind uns darüber einig, dass das Ehrenamt gestärkt werden soll. Wir sind uns darüber einig, dass insbesondere, wir haben es auch schon gehört, junge Menschen für das Ehrenamt gewonnen werden müssen, beziehungsweise ehrenamtliches Engagement nachhaltig gesichert werden muss. Aber gerade wenn wir darüber sprechen, müssen wir auch so handeln. Denn es ist nicht mehr wie folgerichtig, die Schulung zur Wahrnehmung eines Ehrenamtes als Gegenstand eines bildungsurlaubsfähigen Veranstaltung in das Gesetz aufzunehmen. Insofern fasse ich zusammen. Der vorliegende Gesetzentwurf stellt sich der ständigen Weiterentwicklung des Wissens und der Kompetenz der Beschäftigten. Er folgt dem Grundprinzip des lebensbegleitenden Lernens, unter anderem auch eine Forderung des VdKs. Und lassen Sie mich noch anfügen, die 2 Millionen Euro, die hierfür eingestellt werden sollen, halte ich für durchaus angemessen. Sollte es zu einer Anhörung im Ausschuss kommen, sehe ich dieser mit Spannung entgegen, zumal meine Vorredner ja durchaus einiges an dieser Novellierung lobend hervorgehoben haben. Vielen Dank. Danke, Frau Bächle-Scholz. Für die FDP-Fraktion erteile ich Herrn Rock das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wir diskutieren heute den Anspruch auf Bildungsurlaub und Verbesserungen, aus unserer Sicht Verbesserungen, die dazu im Raum stehen. Und ich will auch gerade auf die 4 Punkte eingehen, vielleicht nicht so ausführlich wie meine Vorredner. Man muss ja nicht zwingend alles noch einmal wiederholen, was hier auch Richtiges gesagt worden ist. Also für uns ist klar, dass durch die kürzeren Zeitformate natürlich auch eine modernere Umsetzung möglich wird. Es ist uns natürlich auch, gut, dass Auszubildende jetzt teilnehmen können. Und die Experimentierklausel ist auch eine wichtige Öffnung, um zu sehen, ob man nicht weitere Innovationen unterbringen kann, um die Formate attraktiver zu machen. Ich möchte jetzt
noch einmal zu zwei kurzen Bewertungen kommen. Das betrifft den Herrn Decker und den Herrn Schaus. Man muss doch auch klar sagen, dass diesen Bildungsurlaub zum Teil finanzieren müssen, dass die natürlich auch ein Stück weit kritischer dem gegenüberstehen und auch möchten, dass die Kosten im Rahmen bleiben für sie, gerade für die kleineren. Das ist, glaube ich, nachvollziehbar, und das muss man hier nicht so abtun. Das ist immerhin Geld, das erwirtschaftet werden muss und das man dann in Mitarbeiter investiert. Wenn es eine Fortbildung ist, dann kann das auch mal eine Fortbildung sein, die im betrieblichen Sinne ist. Das muss man jetzt nicht gleich kritisieren und in den Raum stellen, dass Unternehmen sich da irgendwie missbräuchlich verhalten würden. Ich glaube, es ist gut, dass Mitarbeiter sich fortbilden. Es ist wichtig, dass Mitarbeiter sich fortbilden. Aber man muss das nicht gleich wieder sozusagen in den 70er-Jahren verorten, sondern ich glaube, da sind die Unternehmen heute auch weiter und haben auch viel mehr Einsicht. So viel vielleicht noch einmal zu dem Zungenschlag. Vielleicht bin ich auch nur ein bisschen zu sensibel, aber uns ist das zumindest einmal aufgefallen, wie man dort an der Stelle da argumentiert hat. Und dann kommen wir auch schon zu dem eigentlich wichtigen Punkt, den der Kollege Decker angesprochen hat. Die Frage, ist das überhaupt ein Format, das in der Form angenommen wird, wie man sich das natürlich wünschen kann? Und da gibt es, glaube ich, nur eine Antwort, die heißt Nein. Und darum ist auch die Überlegung, eine mündliche Anhörung zu machen und noch einmal reinzuhören in das Thema mit Sicherheit richtig. Und ich glaube auch, das wird nicht kritisch diskutiert werden im Ausschuss. Das wird auch so, glaube ich, von allen gesehen. Und das werden wir sicherlich auch so machen. Dennoch stelle ich halt mal zur Überlegung tatsächlich die grundsätzliche Erwägung, ist dieses Format in der Form tatsächlich heute für den Arbeitsmarkt, für das, was wir erreichen wollen, überhaupt noch das richtige Instrument. Ich bin sehr gespannt auf das, was die Anhörung dazu erbringen wird. Wir werden sicherlich auch in der Anhörung genau diese Fragen stellen. Und wir werden sicherlich nicht die Einzigen sein, die diese Fragen stellen. Und es ist aus unserer Sicht auch wichtig, in regelmäßigen Abständen diese befristeten Gesetze zu überarbeiten, weil dann kann man nämlich sehen, ob sie überhaupt noch zeitgemäß und sinnvoll unsere Gesellschaft gestalten. Und das wird hier deutlich, dass es ein Gesetz ist, das eigentlich eine gute Intention hat, aber das bei weitem nicht das erreicht, was wir uns wünschen würden. Von daher zeigt sich, dass eine Befristung der Gesetze sehr wohl richtig und klug ist. Und zweitens zeigt es sich, dass wir hier in dem Bereich politische Bildung immer noch viel zu tun haben. Vielen Dank. Danke schön, Herr Rock. Für Bündnis 90 Die Grünen nun Herr Bocklet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Herr Minister und Frau Bächle-Scholz haben die wichtigen Punkte, die in dem Gesetz angesprochen werden, verändert werden sollen, erwähnt. Ich führe sie der Vollständigkeit halber auf. Die Verkürzungsmöglichkeit von Veranstaltungszeiten ist ein wesentlicher Punkt, dass wir eine Experimentierklausel einfügen wollen. Das halte ich für sehr wichtig. Die Förderung der Teilnahme von Beschäftigten in Kleinst- und Kleinunternehmen ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil, und auch die Ehrenamtsschulung für Auszubildende. Mit diesen Vorschlägen geht man auf die Evaluation ein, die die Regierung durchgeführt hat. Ich finde diese vier Punkte richtig. Ich bin auch gespannt auf die Anhörung. Ich will noch einen Satz sagen oder einige Bemerkungen machen zu dem, was Kollege Rock gesagt hat. Ich selbst war beruflich Jugendbildungsreferent und auch Bildungsreferent. Und ich will zu der Frage, ob das in dieser Form so richtig ist. Ich glaube, ja. Aber es ist auch kein Zweifel, dass wir uns alle wünschen würden, dass dieser Bildungsurlaub stärker in Anspruch genommen wird und dass wir noch viel energischer dafür werben müssen, dass die Menschen an solchen Bildungsurlauben teilnehmen. Der Hinderungsgrund war damals wahrscheinlich wie heute, dass die Menschen tatsächlich Sorge von Nachteilen haben in ihren Betrieben. Und deswegen ist die extrem hohe Anzahl, zumindest war das damals zu meiner aktiven Zeit so, ich glaube, ich habe auch nicht das Gegenteil bis heute gehört, dass die wesentlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor allem Menschen aus dem öffentlichen Dienst waren und die aus den privaten Unternehmen Sorge haben, dass sie Benachteiligungen haben, bis hin, dass ihre Verträge nicht verlängert werden und vieles mehr. Das scheint mir in der Tat noch ein Handlungsfeld zu sein, um auf Unternehmen einzuwirken. Herr Rock, da haben wir einen kleinen Dissens.
Ich glaube nicht, dass das nicht zeitgemäß ist. Ich glaube, dass die Menschen Angst haben, gerade bei einer Wirtschaft, die Arbeitsplatzverlust droht, dass sie diese Angebote nach und nach haben. Ich finde die Angebote mittlerweile hochmodern, ganzheitlich. Ich finde, es gibt praktisch nichts, worüber man nicht einen Bildungsurlaub belegen kann. Ich finde sie gut. Sie müssen auch durch eine harte Schule gehen, um diesen Bildungsurlaub genehmigt zu bekommen. Ich finde diese Angebote kaum zu kritisieren. Ich finde es schade, dass noch viele Menschen das nicht in Anspruch nehmen, abgesehen von den Kosten. Es ist ja oft teuer, wenn er 5 Tage einen Sprachkurs bucht, einen Computerkurs oder eine politische Bildung oder eine andere Fortbildung. Das kann man den Menschen nicht ersparen. Man muss auch einen Beitrag von ihnen erwarten können. Aber woran wir arbeiten können, ist auf jeden Fall auch den Druck auf die Unternehmen, den Menschen noch größere Freiräume zu geben und sie zu ermuntern, tatsächlich auch daran teilzunehmen. Weil ich glaube, das ist ein ganzheitliches Bild von einem Mitarbeiter, wenn es ihm gut geht, wenn er eine Allgemeinbildung hat, wenn er eine politische Bildung hat, wenn er eine berufliche Seitenfortbildung hat, dass er auch ein guter Mitarbeiter ist, dass er zufrieden ist, weniger krank ist. Und das ist auch ein Unternehmensinteresse. Deswegen glaube ich, ist das Bildungsurlaubsgesetz vorbildlich. Es kann aber sicherlich noch stärker in Anspruch genommen werden. Und die Vorschläge, die wir unterbreitet haben und die Landesregierung unterbreitet hat, finde ich richtig. Und auch wir stehen der Anhörung gespannt entgegen. Danke schön. Meine Damen und Herren, mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit ist die erste Lesung durchgeführt und wir überweisen den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den SIA. Dem widerspricht keiner, ist das so beschlossen.